Moinsen allerseits und willkommen zurück zu Dark Souls 3 und nope, André, ist kein Problem, ich gehe nochmal zurück zu den Katakomben, weil wenn das da, was ich da bekommen kann, wirklich eine Verbesserung für meinen Estos ist, dann hole ich mir das auf jeden Fall gerne. Weil mehr Estos oder eine verbesserte Heilung vom Estos kann nie schaden. Wo ist denn hier das nochmal? Ruinen der Feste? Nein. Grenzen? Nein, auch nicht. Pharrenfeste? Kristallweisen? Wie komme ich da am schnellsten nochmal hin? Ich habe keine Ahnung mehr. Katakomben von Kaphus? Das ist aber ein anderer Eingang. Egal, ich nehme den. Das ist einer, der tiefer drin ist. Oder? Ich glaube ja, das war einer, der tiefer drin ist, weil das sieht mir nicht aus, als wenn das der Eingang wäre. Ich muss mir mal den angucken. Wie heißt der, wo ich quasi da oben bei den Dingensbums wäre? Ach, Wächter des Abgrunds. Oh, ja. Ja, hey, wie heißt denn das Leuchtfeuer, wo ich bei dem Wächter des Abgrunds wäre? Ja, Wächter des Abgrunds. Verdammt. Oh, nee. Und übrigens das hier, Citrus hier. Mit Rosaria. Oder hieß die... Hieß die jetzt Rosaria oder hieß die Rosalina? Nee, Rosalina war, glaube ich, aus Mario oder so. Rosalina? Rosalia? Die eine Tante, wo man die Skillpunkte umstellen kann. Da bin ich auch erstmal ein bisschen verwundert wieder gewesen. Was? Wie in Dark Souls 3 kann man Skillpunkte wechseln? Oder nicht wechseln, wieder umskillen? Was? Wie? Aber ja, stimmt ja, in Dark Souls 3 war ja das... Dark Souls 3 ist ja der einzige Teil, wo das ja geht. Komplett vergessen, dass das geht. Wo war das jetzt nochmal gewesen? Oh, hallo, hallo, hallo. Tachchen, Tachchen. War das hier irgendwo gewesen? Ich habe keine Ahnung mehr. Wo war der Typ mit dem Hut auf dem Kopf? Ich hoffe mal, ich laufe richtig lang. Sag mal. Gib mal endlich Ruhe hier. War das vorher auch schon hier? War hier nicht Anri gewesen? Ich glaube, hier war Anri gewesen, aber war hier nicht irgendwo so ein Skelett mit einem Hut? Wo habe ich dieses Skelett mit dem Hut gesehen? Ich habe keine Ahnung mehr. Ja, was ist? Kannst du plötzlich keine Pfeile mehr schießen, oder was? Ich habe leider allerdings keine Ahnung, wo genau das ist. Wobei, doch, du hast irgendwas gesagt, glaube ich, mit der Kugel, ne? Dass man die kaputt machen kann. Oder dass die Kugel irgendwas kaputt macht. Dann, bin ich eventuell vielleicht... Was ist das denn hier für eine Idiotenversammlung? Ja, okay, ja, Okay, ja, ja, ja. Warum tue ich diesen verdammten Angriff eigentlich aufladen? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich will ich... Warum tue ich den Angriff aufladen? Ein Angriff reicht doch schon aus, um die zu killen. Gute Nacht. Grüß mir Skeleton Jack von mir. Oder ist das irgendwo hier? Nein, wobei Kugel, okay, warte mal, dann bin ich ja an sich ja hier gerade etwas falsch. Dann müsste es ja theoretisch irgendwie hier sein? Weil hier habe ich ja eine Kugel. Ja! Ja, ja, ja. Ah, hi, da bist du ja. Dich habe ich gesucht. Warum zum Geier greifst du eigentlich nicht... Oh,
Warum greifst du nicht an? Ich folge dem Typen einfach mal. Oh, ist doch nicht dein Ernst. Wer kotzt denn da schon wieder irgendwelche Finsternis aus? Ach so, der da, weil er nicht gestorben ist. Oder doch? Ach nee, er schmeißt seine komischen Pokebälle durch die Gegend. Sag mal, hast du den Typen mit dem Hut gesehen oder bist zufälligerweise du das? Oh, hi. Machst du was? Soll ich dir ein Glas Milch holen? Weil scheinbar weißt du ja nicht, was du machen sollst. Na gut, dann klopp ich dir mal einfach mal den Helm vom Kopf. Oder halt auch nicht. Au. Du bist merkwürdig. Hat er mir vielleicht hinweisen wollen, irgendwie, wo ich hin muss, oder? Nein, oder? Das hat er, glaube ich, nicht machen wollen, oder? Ich habe die Falle vergessen. Wo musste ich denn hin nochmal? Okay, dass der Kollege hier aufsteht, habe ich jetzt eigentlich nicht erwartet. Aber schön, dass er aufgestanden ist. Stehst du auch nochmal auf? Du siehst aus, als würdest du aufstehen. Oder halt auch nicht, okay. Ich glaube, ich bin hier komplett falsch, wa? Verdammt, die kam ja von vorne. Au, ja, wie kannst du die... So... Hat der gerade allen Ernstes die Teile abgewehrt mit seinem Schild und das, obwohl die Pfeile von hinten kamen? Das kann doch jetzt nicht sein, oder? Oh. Oder war das hier? Ist das vielleicht das Item? Ja doch, das muss bestimmt auch das Item sein, oder? Sonst wird es ja nicht da irgendwie so besonders sein und irgendwie auch versteckt sein. Weiß der Geier nur halt genau, wo der Weg jetzt war. Ach, war der vielleicht da gewesen, wo... Warum laufe ich jetzt die Treppe runter, wenn der Teil auch gleich wieder hochkommt? War das da gewesen, wo ich hochgelatscht bin und habe die ganzen Gegner gesehen und habe dann gesagt, okay, nein, tschüss, ich bin weg. Da war wohl noch eine Ratte. Hier quasi. War das hier gewesen? Leg dich hin, Junge. So klapprig wie du mittlerweile bist. Was zum Geier ist das für ein Ort? Ach so, das ist die andere Seite, okay. Pfeile. Das war ein bisschen zu früh.
Der steht doch... Ja, sag ich doch. Du hast kein Item fallen lassen. Ich hab euch abgefarmt. Ich weiß, dass ihr, wenn ihr tot seid, jedes Mal ein Item fallen lässt. Asche eines Grabwächters. Okay, ich habe Asche gefunden, die ich dann bei dem ollen Tantchen da wieder abgeben kann. Hä? Ah, hi. Ist das eine Krabbe? Wo kommt die Krabbe her? Krabben, die eigenartigsten Gegner, die in dem Spiel hier vorhanden sind. Warum zum Geier gibt es hier Krabben? Oder genauer gesagt Riesenkrabben. War das da hinten irgendwo? Gibt's deren Rad nicht sogar als Waffe? Oder denke ich da gerade eher an Dark Souls? Nicht Dark Souls, Bloodborne. Ich glaube, ich denke da gerade eher an Bloodborne, wa? Oder war das ein Schild? Ah, bin mir nicht so sicher. Boah, bis jetzt habe ich eigentlich keine Wand kaputt gemacht. Kafos Blutring, hi! Ich bin mir nicht sicher, was ich da auf dem Kopf habe. Entweder habe ich da einen Haufen Scheiße oder irgendwie Fleischklumpen mit Zeugs dran. Ach so, übrigens, das mit Rosaria. Ja, wie habe ich das denn jetzt komplett verdrängen können? Ich habe selber auch überlegt, ob ich das nicht vielleicht mache. Umskillen, um dann gegebenenfalls ein bisschen mehr Ausdauer zu haben. Aber ich dachte mir auch, warum das nicht gleichzeitig dann so machen, dass ich dann eventuell mehr in Pyromantie mache. Aber dann dachte ich mir, naja, ich weiß nicht, dass ich am Ende dann mich dann quasi regelrecht verkrüpple und dann quasi gar nichts mehr geschissen bekomme. Und hab's dann erstmal lieber gelassen. Aber ich habe die ganzen Zungen parat, also könnte ich jederzeit, wenn ich dann erstmal zu der Rosaria da wieder hingehe, umskillen, wenn ich möchte. Ich habe übrigens nebenbei ein paar Sachen gemacht gehabt, um Dinge auszuprobieren, die ich am Ende nicht ausprobieren konnte. Weil wie man sieht, habe ich ja da unten in meinem Zauberslot da quasi den Flammenbogen drinne. Ich wollte eigentlich schauen, ob ich irgendwie noch Finsternis und Blitz und so ein Zeugs da reinholen kann. Nur, ja, die ganzen Dinger kann ich nicht benutzen. Ich erfülle nicht die Werte, leider. Aber ich glaube, die hätten auch nicht unbedingt so viel gebracht, denke ich mir mal. Weil meine anderen Werte in Richtung Glauben und Intelligenz, glaube ich, nicht so hoch sind, hätten diese Sachen, glaube ich, nicht so viel gebracht. Ich glaube, ich hätte dann zwar ein bisschen mehr Schaden auf der Waffe gehabt, aber das war's dann, glaube ich, auch schon. Ich bin hier, glaube ich, komplett falsch, oder? Hi, Schleimklumpen. Ja, ja, hier auch einen schönen Tag. Spiel mal hier mit dem, was ist das? Ich habe keine Ahnung. Rückgrat, Becken... Spiel mal mit dem breakdancenden Knochen hier. Da? Nein. Mich wundert so ein bisschen, dass die Kugel hier nicht runterkommt. Was ist mit der Kugel passiert? Kugel? Hä? Was ist mit der Kugel passiert? Soll die verschwinden? Oder hat die jetzt irgendwas geöffnet, was vorher nicht geöffnet war?
Ich bin verwirrt. Pass mal auf, wenn ich da jetzt an der Leuchtfeuer dran gehe, spawnt die Kugel wieder. Sag ich ja. Wo war der Eingang gewesen? Warte mal. Das ist ja schon wieder dieser... Wait, ich war auf der anderen... Hä? Hä? Wie? Hä? Wann war ich auf der Seite? Seit wann ist da hinten so ein Skelett mit einem Zaubererhut auf dem Kopf? Wann habe ich das Item hier eingesammelt? Okay, scheinbar muss ich ja doch irgendwie richtig gerade gewesen sein, aber ich glaube, ich habe trotzdem nicht das gefunden, was ich finden soll. Achso, by the way. Die Maske hier habe ich von einem NPC, den ich einfach mal eben gekillt habe. Sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Ich wollte aber eigentlich eine andere Maske aufziehen. Die habe ich mir auch schon bereits geholt gehabt. Und zwar von diesem komischen, unsichtbaren Vogelmädel. Wo kommt der denn jetzt auf einmal her? Wo kommt die Ratte her? Okay. Keine Ahnung, wo die Ratte plötzlich herkam, aber pff, Hauptsache tot. Was wollte ich gerade sagen? Ja, ich hab die Maske von dem unsichtbaren Vogelmädel da mir geholt, allerdings... diese komische Hutkrempe oder wie auch immer die heißt, die ist echt abartig groß und... Die hat so einen komischen Pfeil. Nicht Pfeil. Die hat so einen komischen... So eine komische Feder da oben drinne. Ich zeig's einfach mal gleich. Wo haben wir sie denn? Da oben ist sie. Ich finde den Hut von der Größe her nicht gerade so super und diese komische Feder, die da oben ist, die wie so ein... Ja, weiß ich nicht. Das ist wie so eine Antenne. Ich komme mir vor wie so ein Autoscooter hier. Aber hey, dafür sieht das Gesicht irgendwie halbwegs interessant aus. Hm. Aber ich finde die andere Maske besser irgendwie. Wo ist sie denn jetzt? Da. Hä? Nee, warte mal. Okay, das muss auf der oberen Etage sein. Scheinbar habe ich mir das Item abgeholt, aber bin einfach blindlings am Gitter vorbeigelatscht. Aber warte mal, das ist dann bestimmt dann einfach nur eine Abkürzung zum Leuchtfeuer, richtig? Ich bin hier gerade so verwirrt. Ich war an einem Ort, an dem ich aber... Halt die Klappe, Naruto! Wie habe ich den treffen können? Ich bin an einem Ort gerade gewesen, wo ich aber eigentlich gar nicht sein könnte. Aber war trotzdem irgendwie da. Aber habe absolut keinen Schimmer, wie ich jetzt da hingekommen bin. Weil sonst wäre das Item doch nicht da verschwunden. Pass mal auf, am Ende läuft die ganze Aufnahme hier nur darauf hinaus, dass ich hier wie blöde so ein Estus-Verbesserung suche. Das wäre jetzt echt... Oh nee, das wäre ja jetzt richtig mies. Weil das wollte ich eigentlich nicht haben. Ich wollte eigentlich beim Archiv weitermachen noch. Aber wo ist denn... Wo war ich denn vorhin, dass ich da quasi diesen komischen Magier-Heini da gesehen habe, der die ganze Zeit am Abhauen war? Und so ein Item aufgesammelt habe. Vor allen Dingen,
Irgendwie meine ich, bin ich hier komplett falsch. Das kann nicht hier gewesen sein, das muss vorher gewesen sein. Was ist mit dieser Krabbe? Warum taucht die auf? Und vor allen Dingen, warum taucht die komische Kugel hier nicht mehr auf danach? Das ist irgendwie echt eigenartig. Das war hier gewesen. Genau, hier hatte ich die ganzen Typen gehabt. Klappe zu, Junge. Das ist auf jeden Fall die andere Seite, wo ich vorher gewesen war. Da muss ich ja aufpassen. Da muss ich ja irgendwo, ich glaube nicht unbedingt hier, aber irgendwo muss ich ja dann ein Gitter gehabt haben, das ich einfach komplett ignoriert habe. Aber ich glaube, selbst wenn ich jetzt dieses eine Gitter gefunden habe, ich glaube, das wird mich dann jetzt gar nicht wirklich weit bringen, weil ich habe dann vielleicht den Weg gefunden, eventuell eine Abkürzung zu haben? Oh, ich sehe da was. Aber der Hebel ist im Arsch! Ja toll, jetzt habe ich das gefunden! Echt jetzt? Ich habe das gefunden, aber der Hebel ist kaputt und ich kann hier nichts machen. Ja, toll. Wo ist mein Estos? Meadow. Das ist doch doof. Wobei, doch, warte mal. Ich meine, mich an irgendwas erinnern zu können. Wait, what? Da haben wir sie ja. Das ist doch nicht dein Ernst. Oh. Das ist doch nicht dein Ernst. Es war die ganze Zeit vor meiner Nase. Es war vor meiner Nase, verdammt. Oh, nee, ey. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Egal, wenigstens habe ich den Kram jetzt endlich. Wo muss ich nochmal hin? Großes Archiv, genau.